Charlie, es ist lange her. Ja, mehr als ein Jahr. Wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen? Es herrschte Friede in den Gebieten der Apachen. Weiße Feder ist zum Häuptling der San Carlos Apachen gewählt worden. Was? Ja. Und was hat mein Bruder Charlie erlebt? Nichts Besonderes. Ich bin damals sofort von New Orleans aus nach Deutschland gefahren. Dort erreichte mich auch deine Nachricht. Ich habe dann das Notwendigste erledigt, das nächste Schiff genommen und da bin ich wieder. Winnetou wusste, dass du schnell kommen würdest. Er macht sich große Sorgen. Große Sorgen? Ja. In letzter Zeit dringen immer mehr weiße Männer in das Land des Roten Mannes ein. Vor 2 Monaten wurden 4 Krieger der Apachen getötet. 2 Wochen später fand man 3 tote Navajos. Sie wurden in den Rücken geschossen. Charlie, ich bin froh, dass du wieder hier bist. Komm, lass uns zusammen herausfinden, was sich hier anbahnt. Also der kleine Bär und ich.
haben einen Vertrag geschlossen über die Ausbeutung einer Silbermine. Oben am Silbersee. Wir können umgehend damit beginnen. Na, das trifft sich ja bestens, wenn ich mich nicht irre. In einer Woche sind die Bahnarbeiten beendet. Und die Jungs hier suchen dringend einen neuen Job, nicht wahr? Ja klar, neuer Job, prima. Ja, dann weiß ich sofort. Ich auch. Ich werde mit dem kleinen Bären vorausreiten. Muss noch die Länge der Wasserrinne ausmessen. Wasserrinne? Ja, die Mine liegt so günstig unterhalb des Silbersees. Da kann man mit dem Wasser ohne großen Aufwand den Schutt herunterleiten. Fürchte nur, das wird nicht möglich sein, wenn ich mich nicht irre. Was? Das mit dem Wasser? Nein, das mit dem Hinreiten. Ihr müsst zuerst die Steigung der Strecke hier neu berechnen. So kommen wir nicht hin. Und in 8 Tagen müssen wir fertig sein. Das ist allerdings ein Problem. Aber die Vorbereitung für die Mine ist ebenso wichtig. Das kann ich doch auch erledigen. Oder traust du mir nicht zu, dass ich mit dem Theodoliten umgehen kann? Den brauchst du nicht einmal. Umso besser. Also reite ich mit dem kleinen Bären zum Silbersee. Und du erledigst die Arbeit nicht hier an der Bahnstrecke. Okay. Einverstanden. Aber sei vorsichtig. Ja, Vater. Komm, wir holen die Pferde. Na, auf den neuen Job haben wir doch jetzt sicherlich einen Drink verdient. Was, Jungs? Klar, Mrs. Butler. Ja. Nö. Erst müssen die Streckenarbeiten heute erledigt sein und dann können wir über einen Drink reden, wenn ich mich nicht irre. Auf geht's, Jungs! Aber einen Drink auf unser Wiedersehen, Mr. Petersen, sollen wir beide uns doch gönnen, wenn ich mich nicht irre. Mrs. Butler, bringt ihr uns ein Bier? Komme sofort! Netter Junge, dieser Indianer. Aber trotzdem noch nicht ganz verstanden, wie ihr mit dem ins Geschäft gekommen seid. So eine Silberader verschenkt man doch nicht dir nichts, mir nichts. Ach, die Geschichte reicht lange zurück. Bis vor genau 16 Jahren. Ich habe dort das Land vermessen und bin eingeschneit. Der große Bär hat mich gefunden und gerettet. Ich habe den Winter bei ihm verbracht. Eines Morgens ging ich zur Jagd. Da hörte ich Schüsse. Ich bin sofort zurückgelaufen und fand ihn verwundet am Boden. Weiße hatten auf ihn geschossen. Warum? Er sagte, sie seien auf der Suche nach dem legendären Schatz im Silbersee gewesen. Er bat mich, für seinen Enkel, den kleinen Bären, zu sorgen. Gemeinsam sollten wir die Mine am See ausbeuten. Er zeigte mir ein Plan des Sees, von dem ich mir eine Kopie anfertigte. Dann starb er. Und diesen Schatz im Silbersee, gibt es den wirklich? Ich weiß es nicht. Ich habe nie danach gefragt. Na, ist ja wohl auch nichts für uns, so ein Schatz. Ernähre mich viel lieber redlich von dem, was ich um meinen eigenen Fallen gefangen habe. So, jetzt muss ich aber zurück zu meinen Bahnarbeitern. Jetzt nichts mit der fertigen Strecke, wenn ich mich nicht irre. Ich komme mit. Euer Bier. Später. Und ich bereite jetzt mal das Essen vor. Ha 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 ha.
haben damit. Oh, ich kann nicht klagen. Sie wissen schon, warum Sie pflegen. Meine Tasche, meine Tasche, wo ist meine Tasche? War ganz schön unbequem, die Fahrt. Was meint ihr? War sie die 5 Dollar wert, die wir bezahlen mussten? Nein, das war Hooper. Du hast es gehört. Die Leute wollen ihr Geld wieder haben. Aber das ist der normale Preis. Den muss jeder bezahlen. Wir sind aber nicht jeder. Nehmt ihm das Geld ab. Ihr Brinkley, in der Wien, mehr als wir brauchen. Packt es in eure Taschen. Halt, nicht alles. Ich denke, eine Dynamitstange sollten wir unserem Freund hier schenken. Was hast du vor? Er war ja nicht besonders hilfsbereit. Bindet ihn an die Kutsche. Und nun, das Dynamit. Und jetzt gute Fahrt. Und Grüße alle, die uns noch kennen da oben. Oder da unten. Was war das? Hey, lass mich los! Nein, ihr könnt mich doch nicht umbringen! Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Ihr Schweine! Ihr gemeinen Schweine! Bindet mich doch los! Nein! So gewollt. Ja, das so gewollt. Ich will es kurz machen. Ich habe euch ja schon geschrieben. Mit diesem Job wird jeder von euch so reich werden, dass er für den Rest seines Lebens ausgesorgt hat. Und warum nimmst du uns damit? Allein könntest du viel mehr Geld machen. Helles Köpfchen, was? Natürlich könnte ich allein arbeiten. Aber zum einen brauche ich euch, um die legendären Schätze vom Silbersee abzutransportieren. Und zum anderen brauche ich Sicherheit. Sonst hast du auf einmal ein Messer im Rücken und kein Hahn kriegt mehr nach dir. Je mehr Leute, desto sicherer ist die Sache, klar? Klar. Und damit das Ganze noch klarer wird, das Geld liegt ja auf der Straße. Oder besser gesagt, auf den Schienen. Die Schätze am Silbersee sind die eine Sache. Die Lohngelder der Eisenbahner die andere. Und die kommen mit dem Zug. Und was bedeutet das für uns, Brinkley? Na, wir warten. Gleich wird der Zug hier sein. Los, blockiert die Strecke. Springt die Schienen auseinander. Ja, der Zug kommt, Brinkley! Okay, alles in Deckung! Thank you.
schon wieder runter. Die Gefahr ist vorbei. Wer seid ihr? Das ist Winnetou. Mich nennt man Old Shatterhand. Winnetou, Old Shatterhand. Dann sind wir gerettet. Wie ist das passiert? Banditen, sie haben uns überfallen. Na, die Schienen, wir können nicht weiterfahren. Weiter geht es hier wirklich nicht mehr. Am besten ihr fahrt nach Denver zurück. Wird wohl die einzige Möglichkeit sein. Steigt ein, Leute. Und nochmals vielen Dank. Ihr habt uns das Leben gerettet. Keine Ursache. Gute Fahrt. Ich werde Ihnen folgen, um zu sehen, was Sie vorhaben. Ich selbst werde nach Sheridan reiten. Wie sieht er dort schon war? Wir sehen uns im Dorf! Wer hat auf diese Krieger geschossen? Männer ungefähr.
würdest du die weißen Mörder wiedererkennen. Haben sie dich gesehen? Ja, sie wollten auch mich umbringen. Dann bist du in großer Gefahr. Willst du mit in unser Dorf kommen? Nehmt ihr Vater und Mutter auch mit? Wir werden den Wagen zur Missionsstation bringen. Dort wird man deine Eltern nach ihrem Brauch begraben. Zimmer.
stand ich über das Vorder ein Blätter von Zünder zu. In Ordnung. Wir dürfen das kleine Mädchen nicht vergessen. Lass uns mal Überfall gesehen haben. Es befindet sich sicher bei den Jutas. Wir müssen jetzt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Krieger nicht in ihren Zelten sind. Dann lass uns rein. Wenn sie die Pläne wichtiger für uns. Okay, wir versuchen, die Karten zu finden. Wir kommen später nach. Vorwärts! Morgen früh, da werde ich direkt...
welcher Richtung liegt eigentlich der Silbersee? Etwa nordwestlich. Na also, bitte. Kann ich dich anrufen sprechen? Ja, was ist denn? Ich hab die Pläne nicht. Was? Ich wollte gerade über das Dach ins Haus. Da hat mich der Kerl da in den geschossen. Hört mal her, Leute. Es hat sich da etwas ergeben, das uns zwingt, die Sache in Wort zu machen. Ihr kennt nicht den Weg zum Silbersee. Doch da haben wir einen Mann getroffen, der diesen Weg ausgezeichnet kennt. Er hat sogar einen Plan. Dann soll er ihn noch rausrücken. Das tut er aber nicht. Was machen wir denn da? Aufhängen! Hey, Mister! Nun ist es aber genug, wenn ich dich nicht irre. Kaffee, Schäfchen da. Rocker, ist das nicht dein ganz besonderer Freund? Dann schützt du dich auch ganz persönlich. Jetzt aber. Also was ist? Gibst du uns die Pläne jetzt oder nicht? Nein, ich habe es dem Lukas geschworen. Tut mir leid für dich. Hängt ihn auf. Thank you.
sondern das Kriegsbeil gegen alle Bleichgesichter ausatmen. Mein Bruder hat recht. Wir müssen versuchen, das zu verhindern. Winnetou wird jetzt zu den Judas reiten. Er wird ihnen erklären, dass Trent sie den Krieger ermordet haben. Die Trent werden mit Trent folgen. Um zu sehen, was sie vorhaben. Ehe sie weiteres Unheil anrichten. Du weißt, wo sie sind? Ja.
Nugget geht nach Norden ab. So werden die Krieger der Utah nun aufbrechen. Winnetou wird nun nach Sheridan reiten, um die Siedler dort zu weiden. Hau! Meine Krieger mögen mir folgen! Werden wir es dem Erdboden gleich machen!
Was ist es?
Hätte euch wohl so gepackt, Gentlemen. Brinkley, erledigt man
nebenbei. Meine Tochter! Ja, Mr. Patterson. Mache euch ein faires Angebot. Die Pläne gegen das Leben eurer Tochter. Na, was ist? Tut, was ihr sagt. Ihr habt keine andere Wahl. Wir werden uns jetzt dort in der Mitte treffen. Da übergibt ihr uns die Pläne. Keine Waffen, keine Tricks. Eine falsche Bewegung und das Mädchen stirbt. Und was wird jetzt das Ende? Ich habe euch doch gesagt, ihr werdet sie wiederbekommen. Aber noch nicht jetzt. So long, Gentlemen. War mir ein Vergnügen. Und was wird jetzt wirklich aus Ellen? Solange Ellen lebt, wissen die Tramps, dass sie für uns in Sicherheit sind. Und das werden sie nutzen. Wenn sie genügend großen Abstand haben, werde ich ihnen folgen. Kann eure Tochter rein? Ziemlich gut. Dann werde ich sofort aufbrechen. Indianer! Sie greifen an! Indianer, das hat uns gerade noch gefehlt! Los, alles in Deckung! Verschanzt euch in Saloon und Store!
Wenn du wirklich ein großer Krieger sein möchtest, dann solltest du zumindest wissen, dass man den anderen reden lässt, ehe man ihn verurteilt. Old Shatter! Winselt und Gnade! Wenn ich jetzt frei wäre, würdest du anders mit mir reden. Aber so hast du Mut, weil ich gefangen bin. Und du wagst es, mich zu beleidigen. Ich zerschmettere dir die Knochen. Wenn du wohl Shatterhand auch nur ein Tag füllst, wirst du sterben. Ich grüße meinen roten Bruder, Ovuz Abad. Der große Wolf ist nicht mehr der Bruder Winnetous. Feige, hast du deine roten Brüder an die Bleichgesichter verraten? An die Bleichgesichter verraten? Banditen waren es, die eure Krieger, Frauen und Kinder getötet haben. An die soll ich euch verraten haben. Winnetou hat gesehen, wie die Trends nach Norden abgebogen sind. Er konnte nicht ahnen, dass sie später wieder zurückkommen würden. Diese Bleichgesichter hier und Winnetou sind unschuldig am Tode der Jutas. Ovuz Abad möchtet ihr glauben, aber wir haben geschworen und ein Schwur muss gehalten werden. Man kann einen Schwur auch zurücknehmen. Nur wenn die große Beratung es erlaubt. Ich werde den Rat der Ältesten befragen. Winnetou, was ist mit Ellen? Ich konnte den Spuren der Tramps folgen. Sie scheinen direkt zum Silbersee zu reiten. Mein Bruder wieder frei ist, werden wir ihm folgen. Hoffe, dass uns die Jutas überhaupt noch einmal gehen lassen. Sieht böse aus, wenn ich mich nicht irre. Und wenn alles nicht hilft, werde ich erstmal mit dem Häuptling sprechen. Die Beratung scheint beendet zu sein. Sie kommen zurück. Die Krieger der Juta, die weißen Männer und Frauen, und Winnetou mögen hören, was die Beratung beschlossen hat. Die Jutas wissen, dass ihr bisher nicht ihre Feinde wart. Aber sie wissen nicht, ob ihr heute schon ihre Freunde seid. Daher soll Manitou entscheiden. Der Rat der Ältesten hat beschlossen, dass ich, Ovuz Abad, gegen Winnetou, den Häuptling der Apachen, kämpfen soll. Das Gottesurteil soll entscheiden. Wir können beginnen. Thank you.
der sich Patterson nennt, kennt das Land an Silbersee gut. Er hat dort auch das Metall gefunden, das die Bleichgesichter Silber nennen? Ja. Wenn wir dieses Silber gewinnen und verkaufen, glaubt ihr, dass es ausreicht, ein neues Dorf für die Bleichgesichter und die Utahs zu bauen? Da bin ich ganz sicher. Die Bleichgesichter, die Squaws, die Kinder und die Alten der Utahs mögen uns zum Silbersee folgen. Schnelles Auge wird sie führen. Die Krieger der Utahs werden gemeinsam mit Winnetou und Blätterhead sein. Am Ufer des Silbersees sollen die weißen Mörder ihr Leben aufhauchen.
ist in Gefahr. Kleiner Bär wird Ellen aus den Händen der Banditen befreien. Ihr müsst mich dabei unterstützen und sie mit einem Angriff überraschen. Winnetou sprengt dann den Damm und sie werden in den Fluten des Silbersees ertrinken. In Ordnung. Hallo! Hallo, da sind wir wieder! Sam, ihr habt euch aber beeilt! Ja, Sir. Wenn doch unsere besten Freunde nicht im Stich lassen. Lasst mich los! Ellen, wir wollen sie nicht in Gefahr bringen. Los, versteckt euch! Und dann haben wir mal.
Bin ich eigentlich nicht. Oh. Wir stehen tief in eurer Schuld. Bedankt euch bei dem kleinen Bär und bei eurer Tochter. Sie war sehr tapfer. Ich habe zwar keine Angst gehabt, habe nur versucht, sie mir nicht anmerken zu lassen. Es freut mich, dass alles so glücklich für euch ausgegangen ist. Aber nun sollten wir auch an die Menschen hier im Tal denken. Mr. Patterson, ihr kennt dieses Tal. Wie viel Silber gibt es hier? Hier ist genug Silber für uns alle. Wir brauchen allerdings Wasserkraft. Aber die haben wir jetzt ausreichend vom Silbersee. Gut. Wir werden wiederkommen, um zu sehen, was aus diesem Tal geworden ist. Ihr seid immer herzlich willkommen. Reiten wir! Reiten!